Sternstunden deutscher TV-Unterhaltung. Danke für dein Like oder dein Abo. Hör mal zu, der Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Fans. Als dieser Herr geboren wurde, standen Sonne, Merkur und Mars im Zeichen der Zwillinge. Sein Charakter ist geprägt durch vielseitige Begabungen sowie Verlangen nach Abwechslung und immer neuen Eindrücken. In seinem Auftreten ist er charmant bis jovial und nicht ohne Eitelkeit. Er liebt es, wenn sich alles um seine Person dreht. Als geborener Diplomat versteht er es ausgezeichnet, sich jeder Situation anzupassen und sich außerordentlich gewandt auszudrücken. Tänzerische Leichtigkeit liegt ihm. Jupiter, das astrologische Glückssymbol im Aszendenten, verhilft ihm zu optimistischem Selbstvertrauen. Trotzdem wird sein Gefühl zeitweise von Schwermut überschattet. Dann kann er zum Spielverderber werden. Um sich entfalten zu können, benötigt er einen überdurchschnittlichen Freiraum. Jede Einengung der Bewegungsfreiheit wirkt auf ihn frustrierend. Eine Ehe ist wenig aussichtsreich, wenn der Partner nicht tolerant ist. Das heißt aber nicht, dass er es mit seinen Pflichten nicht genau nehme. Im Gegenteil, er erfüllt sie exakt. In schwierige Aufgaben kniet er sich hinein, bis Routine sich einstellt. Erst dann findet sein Gewissen Ruhe. Anders als der übliche Zwillingstyp vermag dieser Herr, ernsthaft zu sein. Alles Hintergründige interessiert ihn. Er hat religiöse Überzeugungen, doch spricht er nicht darüber. Zwar lebt er anscheinend nach außen und nimmt am hektischen gesellschaftlichen Trubel teil. In Wahrheit jedoch fühlt er sich inmitten anderer allein und isoliert. Wenn das wirklich stimmt, dass Sie sich inmitten einer Gesellschaft allein und isoliert fühlen, dann muss man sich ja zu Ihnen setzen und Sie in Schutz nehmen. Das ist wahnsinnig nett von Ihnen. Es ist tatsächlich etwas dran. Das stimmt. Wirklich? Ja, ja. Ich bin am liebsten mit netten Leuten zusammen, aber die sind doch immer sehr begrenzt davon. Das ist nicht die Quantität, das ist die Qualität. Aber Sie nehmen die Studiogäste alle in Kauf. Ja, ich liebe sie alle. Es ist selbstverständlich der Schauspieler Horst Tappert alias Derek. Ich weiß das ja schon, dass Sie nichts von Horoskopen halten. Nein, gar nicht. Hat sich das nicht geändert? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass auf jeden irgendetwas zutreffen wird. Wenn man ein Horoskop liest und ganz bestimmte Eigenschaften daraus entnimmt, da wird jeder sagen, ach, das passt auf mich oder das passt auf mich. Ich glaube nicht. Das muss differenzierter schon sein. Was hat denn auf Sie gepasst? Einiges. Was? auch ein paar negative Dinge natürlich. Aber ich gehöre nicht zu den Zwillingstypen, die besonders oberflächlich sind, das wurde ja wohl auch gesagt, sondern ich habe ein bisschen die Natur eines Terriers. Das ist also, wenn sich mir Schwierigkeiten in den Weg stellen, dann gebe ich eigentlich nicht auf, bis ich sie gebrochen habe. Dann stimmt aber das Horoskop ja wieder. Es stimmt immer ein bisschen, ja, ein bisschen. Kann nur sagen, es stimmt. Es heißt zum Beispiel, er hat religiöse Überzeugung, doch spricht er nicht darüber. Ist das auch wahr? Ja. Aber dann können wir nicht drüber sprechen, wenn es stimmt. Nein, es ist auf jeden Fall wahr. Ich habe ganz starke religiöse Überzeugungen, aber sie sind so weit gesteckt und sie sind nicht so fixiert, als dass ich darüber sprechen könnte. Ja, wir haben ja auch nicht eine Stunde Zeit, um nun in einer Unterhaltungssendung auf ein solches Gebiet uns zu wagen. Es kann sehr unterhaltend sein. Ja? Ja, ich denke schon. Ja, interessant wahrscheinlich. Ja. Aber ich habe bemerkt, dass Sie sehr gelacht haben und das Publikum als Reaktion hat auch nochmals gelacht. Ja. Und ich habe auch geschmunzelt. Ja, ja. Wegen des Freiraums. Wegen des Freiraums, ja. Natürlich. Ich lebe natürlich ein bisschen, das kommt auch durch den Beruf, wie ein Junggeselle, aber ich bin über 30 Jahre mit derselben Frau zusammen. Das ist doch immerhin etwas. Nicht? Ich würde eigentlich sagen, ja, aber kein Applaus kommt. Also in dem Fall... Ja, das... Sie, über 30 Jahre lang mit der gleichen Frau zusammen, auch sehr viele Jahre schon mit Derek zusammen. Mhm, fünf genau, fast auf den Tag.
fünf Jahren. Gibt einem das nicht auf die Nerven? Das grenzt ja auch den Freiraum ein. Ich meine, Sie sind Derek, Sie bleiben vorläufig Derek. Ja, das auf jeden Fall, aber es ist ein ganz freier Entschluss und ich mache es wahnsinnig gern und es macht mir ungeheuer viel Spaß. Und eigentlich, je länger es dauert, desto mehr Freude macht es. Ich habe aufgehört zu schauspielern in dieser Rolle. Ich gehe morgens ins Studio und bin eigentlich ich selbst und plötzlich denke ich, mein Gott, du bist gar kein Kriminalbeamter, ein Glück, dass du das Drehbuch hast. Sehr schön. Ja, das ist der rechte, der echte, waschechte Schauspieler. Ich hoffe es. Wo ist denn die Eitelkeit? Ich habe sie schon gesucht und noch nicht gefunden. Eine schöne Krawatte haben Sie an, das habe ich gesehen. Ja, sicher, aber da zeigt sich wohl weniger die Eitelkeit, sondern der Geschmack vielleicht. Ja, ja, aber ich meine, man sieht, dass Sie gerne gut angezogen sind. Ja. Wo äußert sich die Eitelkeit wirklich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich sehr eitel bin. Ich glaube, dass eine gewisse Eitelkeit zum Beruf dazugehört und die habe ich sicher. Die ist einfach notwendig. Sonst kann man sich nicht produzieren, wie man so schön sagt, in dem Beruf. Aber Sie geben zu, dass das dazugehört, das Produzieren. Unerlässlich, ja. Daran glaube ich fest. Sie könnten sich nicht auch vorstellen. Selbstvertrauen. Und die Eitelkeit spielt da hinein und dass man ein bisschen egozentrisch ist und so weiter. Das gehört alles dazu. Das ginge ohne das überhaupt. Ohne das geht's nicht, nein. Ja, es ist eigentlich lustig. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt gegen Ihnen gegenüber sitze, sitze ich zwei Menschen gegenüber, nicht? Es deckt sich derartig. Ja, ja, ich sitze auch Derek gegenüber. Ja, ja, es deckt sich und es muss sich decken. Das ist eigentlich in einer Serie das ganz Wichtige, dass die Leute einen identifizieren mit der Rolle, dass sie keinen Unterschied machen, dass sie nicht sagen, da wird einem etwas vorgespielt, sondern sie müssen glauben, ja, das ist Derek, dem kann ich mich anvertrauen und so weiter. Es gehört einfach dazu. Von vielseitigen Begabungen war auch die Rede. Nun, das Publikum kennt Sie ja nicht so genau. Was muss man sich darunter vorstellen? Nun, es erschöpft sich immer im Beruf, aber es stimmt. Ich habe jetzt angefangen zu inszenieren, nicht nur zu inszenieren, sondern auch dann selber noch die Hauptrolle zu spielen und das Bühnenbild zu entwerfen und die Musik auszusuchen. Also das zeigt eine gewisse Vielseitigkeit oder die Sehnsucht nach Vielseitigkeit. Und das wird dann das Gebiet sein, das Sie als nächstes vor allem beackern, auch die Regie, also in dem ja, Fall. Ja, das mache ich schon seit 1973 und ich habe auch in der Schweiz mit den 12 Geschworenen eine sehr erfolgreiche Tournee gehabt und zuletzt mit dem Stück 2 für die Wippe, ein Zwei-Personen-Stück und ich werde es weitermachen. Dürfen wir Ihnen viel Glück wünschen? Das wäre sehr liebenswürdig. Horoskop hin oder her, viel Glück. Ja, ich bedanke mich recht herzlich. Danke, Horst Tappert.